Was machst du eigentlich? Wie finanzierst du dein Leben? Hin und wieder kommen diese Fragen. Heute zeige ich dir also, wie ich mein abenteuerliches Leben finanziere. Und wo auf Erden ich heimisch bin, wenn ich mich nicht gerade auf Reisen befinde. Ich lebe auf einem Bauernhof, zusammen mit Hühnern, Schafen, Hunden, Katzen und vielen tollen Menschen. Jeden Morgen gibt es frische Eier, direkt aus dem Stroh des Hühnerstalls. Schau mal, da ist auch eins. Ist noch warm. Das sind Hühner. Ich liebe das Leben inmitten der Natur. Ich liebe diese Ruhe, die mich jeden Morgen aufs Neue erwartet. Das werden mal Kirschen. So, und das hier, das werden mal Äpfel. Leckere Äpfel. Schafe! Hallo allerseits. Hallo. Hallo. Ganz schön steif heute, oder? So. Wie geht's? Da. Da sind wir. Hier steht sie also. Meine Geldmachmaschine. Es ist ein Imbissanhänger. Food. Es ist ein Foodtruck. Ja. Und es gibt, genau, Hühnerfleisch. Nein, mein Scherz. Das Ganze befindet sich noch im... Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Das Ganze ist noch immer im Winterschlaf und wir machen uns jetzt daran, den Kollegen hier aufzuwecken. 6 Monate, durch den ganzen Winter über, stand dieser Hänger hier. Und es ist immer die große Frage, wie sieht es da drin aus? Ne? Waren da Mäuse drin, Ameisen, ja, ist irgendwas verschimmelt oder kaputt? Wir gucken da jetzt rein, ich bin jetzt schon gespannt. Drück mir die Daumen. Geht wieder los. Dem Huhn geht's gut, das ist die Hauptsache. Ja, so schaut's hier aus. Das ist mein Hänger, kommt rein. Würstchenwärmer, Kühlschrank, Kreppplatte. Das ist mein Reich, damit verdiene ich mein Geld. Schwer vorstellbar momentan, das sehe ich ein, aber es ist so und es ist richtig geil. Wo fange ich hier an? Asia gab's auch mal, aber dieses Jahr gibt's nichts mehr Asiatisches, sag ich euch. Ja, aber es sieht doch ganz gut aus, oder? Nichts verschimmelt, keine Ameisen, keine Mäuse, keine Mäusescheiße, gar nichts. Alles trocken, nichts nass. So wünsche ich mir das. Also, denn ich stehe auf dem Hinterhof bei den Hühnern sozusagen. Im Winterquartier. Bis heute. Denn da vorne ist mein Stadtplatz und da kommt der Hänger heute hin. Weg von den Hühnern, obwohl ich die Hühner sehr mag. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, den Hänger herauszuziehen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Wir werden eine Lösung finden. Und ob wir es schaffen, wie wir das schaffen, das seht ihr jetzt. Nix, oder? Der ist hier schon im Loch, guck mal. Durch das Drehen haben wir ein riesen Loch gemacht. Guck mal. Wenn wir noch zu Britta und Mike oder zu Micha. Okay. Das wird richtig, richtig, richtig knapp, du.
Und da sind wir auch schon. Hier voll einlenke, dann stößt der Hänger an den Wagen an. Alles wird zerquetscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding muss abgesägt werden. Ja, klarer Schnitt und runter das Teil. Dann passt das auch wieder. Schnapp, schnapp ab. Wow, was sagt ihr? Und ob das jetzt reicht und ob das passt, das probieren wir jetzt aus. Okay, erste Probefahrt. Ich bin gespannt, ob das passt jetzt. Check, check, check. Alles gut? Tür zu, Klappen zu, Kopf zu. Gerade so, ja. Was für ein Auge.